Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fountains of Youth. Weiter geht's. Und zwar mit der heutigen Mission. In der heutigen Folge werden wir uns die Grotte angucken. Da werden Gegner auf uns lauern und mein Speer ist fast kaputt. Man findet diese Karte. Man sieht oben den Stein und man sagt, da ist eine Höhle. So, jetzt guck mal, da oben ist der Stein. Und ich kenn's natürlich von der Demo schon. Und da werden wir uns das mal angucken. Man läuft ein Stückchen bis dahin. Wie gesagt, mein Speer ist schon fast kaputt. Aber Rain, wir schaffen das. Zur Not haben wir immer noch die Axt. Und können uns damit verteidigen. Oder ich renne wieder raus. Keine Ahnung, mal gucken. Oh lol, das eine Blatt kann ich nicht mehr mitnehmen, oder was? Boah, das reicht nicht, wenn ich das wegschmeiße. Ah, dieses Fleisch ist so schwer. Ich sag's, wie es ist. Aber jetzt ein Fleisch wegschmeißen ist halt auch kriminell. Na gut, so. Wir müssen die Höhle, wir bauen da unser Camp in der Höhle erstmal. Weil, da haben wir ein Dach über dem Kopf. Ständig nass und dann schnupfen und so. Nicht so cool. So. Hier irgendwo war der Eingang. Das regnet auch ziemlich oft hier. Ich weiß gar nicht, ob es Jahreszeiten gibt, wo es ein bisschen weniger regnet und ein bisschen mehr und so. Kann ich euch gar nicht sagen. Da vorne bei den Palmen müsste der Eingang sein. Das war zumindest in der Demo immer meine Unterkunft. Weil tatsächlich das schon ziemlich teuer ist, wenn man sich eine Base baut. Kostet jedes Mal 4 lange Stöcker. Und hier haben wir noch was gefunden. So, erwartet uns hier was? Ach ja, okay, gut. Skorpione. Die werden wir auch mal mitnehmen. Die wiegen nicht ganz so viel. Ich weiß gar nicht, gab es hier noch andere Gegner? Oh, jetzt haben sie hier schon 3 Skorpione hingepflanzt. Bisschen viel. So, da ist noch ein Stück Rinde. Ein Haufen Schrott. Hier ist schon Lagerfeuer. Ich muss mir nicht mal selber eins bauen. Wie geil ist das denn? So, dann gucken wir doch mal. Eine Karte von der Insel der Hoffnung. Wir befinden uns wahrscheinlich da, oder was? Oder sind wir da? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sind wir da, aber. Markierte die unabhängigen, was die ungefähren Positionen zweier Frischwasserquellen auf der Karte. Die Grotte an der Küste und der Ort, an dem er sein Fernglas verlor. Okay. Die Schrift sagt, dass das Fernglas an einem Ort verblieb, an dem man nachts Glühwürmchen sehen kann. Ah ja, okay, ich erinnere mich. Okay. Das ist aber dann wieder alles zu seiner Zeit. Aber das machen wir dann, Leute. Wir machen eins nach dem anderen. Ich wollte mir jetzt erstmal hier eine Unterkunft sichern. Our Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Okay, das heißt, wir können dann wahrscheinlich weiter auf den Bäumen gucken. Sehr gut. Okay, hier sein Dingsbums. Sein mega langer Text. Wer Bock hat, kann auf Pause drücken und das lesen. Heute Morgen habe ich eine kleine Insel in der Bucht, blablabla, im Osten erkundet. Okay. So, Wasser des Lebens.
Sehr gut. Und Notiz. Ich lasse diese Flasche Wasser des Lebens hier, damit Personen, die die findet, ihre Gesundheit wiederherstellen kann. Falls ihr Schiff strandet. Viel Glück, mein Freund. Lul. Reife Kokosnuss. Oh, wir müssen echt aufpassen. Haufen Schrott. Grüne Kokosnuss und wir können nicht mehr laufen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, unsere Energie ist runter. Ich überlege halt, ob wir jetzt das Wasser des Lebens nehmen sollten oder nicht. Denn, lass mich lügen, bei ultimative primitive Medizin für alle Formen von Vergiftung. Irgendwo konnte ich doch Verbrennung und das ist Fieber. Konnte ich nicht irgendwo meine Energie auch so herstellen? Also wiederherstellen? Also mit der Bandage schon mal nicht. Okay, pass auf, wir nehmen einfach jetzt das Wasser. So, dann geht's uns wenigstens wieder happy. Man findet mehrere von diesen Flaschen, also von daher. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir werden jetzt mal hier ein paar Dinger wegschmeißen. Das reicht immer noch nicht. Jetzt reicht's. Es reicht! So, in der Höhle ist es natürlich ein bisschen dunkler, aber wir haben ja Lagerfeuer. Ich überlege gerade, was nehmen wir als Brennstoff? Ja, wir nehmen auf jeden Fall Äste. Wie findest du das Game? CryptoRay, ich finde es sehr, sehr nice und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe die Demo schon gesuchtet tatsächlich. In diesem Spiel muss man für sein Regenwasser ja dankbar sein. Wasserversorgung am Anfang ist echt nicht easy. Das stimmt. So, wir werden entzünden. Wir können aber mal den Dings. Ach, das ist auch zum Anzünden. Die Rinde. Ne, hier Baumrinde ist am schnellsten. Dann nehmen wir die doch. Brennstoff hinzufügen. 6 Stunden. Oh, hat nicht geklappt. Ey. Wollen die mich verarschen? Dann nehmen wir jetzt das. So. Das funktioniert nämlich. Jetzt müssen wir halt echt mal gucken. Ah, das war das Fleisch verkraften, glaube ich. Wir können ja mal einfach mal erstmal 2 machen. Wir müssen es gar nicht essen. Aber es spoilt mir halt so einen Zweck. Das ist das Problem. So. Das haben wir. Gut. Das ist jetzt unsere Insel, Leute. Hier wollen wir unterkommen. Und als erstes werden wir in unserer neuen Behausung erstmal einen Schlafplatz errichten und eine Kiste vor allem. Auf jeden Fall eine Kiste. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die war. Die war da. Und wenn es geht, gleich eine große. Jetzt fehlt mir genau ein Stock, den ich verfeuert habe. Schön. Klasse. Kann man die hier wieder rausnehmen? Nö. Genau, ein Stock fehlt. Das kannst du auch keinem erzählen. Und den findest du jetzt so beschissen. Muss man einfach so sagen. Den findest du hier richtig beschissen. Kokosnüsse. Ja, die müssen wir nicht jetzt auch so viel aufheben. Oh, hier ist ein Riesenwal oder irgendwas. Oha, was liegt denn da? Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Wir haben hier ein paar Sachen. Alte Jagdzeichnung. Eine alte Tafel mit Zeichnungen. Hier ist der Jagdvorgang beschrieben. Ein Einheimische gehen in die Hocke und schleichen sich an Tiere heran. Es scheint, als hören die Tiere sie nicht. Die Jäger nähern sich dem Tier von hinten und sie verstecken sich hinter Bäumen und Steinen oder kommen von Hügelspitzen. Okay. Gut, das wussten wir ja schon. Das hat das Tutorial uns verraten. So, wie viel können wir denn jetzt noch tragen? Überhaupt nichts. Wisst ihr, was schlau wäre? Dann haben wir jetzt schon extra hier Feuer gemacht und gehen jetzt doch wieder und vor allem regnet das. Können wir denn schon mal ein Bett bauen? Dann überschlafen wir jetzt einfach den Regen. Hier ist auch so eine Sache. Was kostet das Bett? Unterkunft. Bett aus Blättern. Könnten wir eigentlich gleich mal machen. Stellt ein bisschen mehr Energie her. Brauche aber auch 3 lange Stöcke. Also 2 schmale Blätter noch. Crafting. Haussymbol. Bett aus Blättern. Man hätte natürlich auch gleich die Hütte bauen können, aber da fehlt mir jetzt tatsächlich ein großer Ast und der ist wieder schwer zu besorgen. Also bauen wir erstmal ein Bett aus Blättern. Ich würde sagen, wo schlafen wir denn? Wo richten wir uns denn her? Vielleicht da irgendwie. Ich will es auch ein bisschen schön machen eigentlich.
Oder? Warum ist da? Dann wäre das eigentlich da schöner. Frage ist, wie rum ist das? Wie rum ist richtig? Wo ist das Kopfende? Ach Mensch. Oha, wenn das so ein bisschen hoch steht, finde ich das gar nicht so schlecht eigentlich. Boah, ich darf mich jetzt nicht bewegen, das heißt, ich muss irgendwas wegschmeißen. Zack. Das Fleisch wiegt einfach so viel. Platzieren! Und bauen. So. Da haben wir nämlich ewige Ressourcen, sind wir losgeworden. Jetzt müsste, ich wollte mal gucken, wie viel spoilt das denn gebraten und wie viel ungebraten? In 4 Tagen. Ja, okay, das spoilt quasi gleich schnell, kann das sein? Schwierig. Was kostet denn die Werkbank? Werkbank. Und zwar die normale. Können wir herstellen? Sollten wir herstellen. Baue ich definitiv. Mal hier ist so Schlafabteil. Vielleicht machen wir hier so ein bisschen die... Ich will das ja, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen schön bauen. Hier ist ja durch den Stab, durch den Stamm so ein bisschen abgetrennt. Vielleicht bauen wir hier so ein bisschen die Werkstatt. Heide und Knopf. So, wir haben eine Werkbank, Leute. Aber irgendwas fehlt. Ah, unsere Axt war kaputt. So, Werkbank, naja. Sieht jetzt nicht nach Werkbank aus, sieht aus wie einfach ein Tisch. Aber egal. So, wir können herstellen den Bogen auf jeden Fall. Fehlen mir lange Stöcker, okay. Lange Stöcker fehlen. Wir können aber, weil es nicht despawnt, Sachen hier hinschmeißen. Das ist sehr, sehr nice. Und das werde ich auch tun. Damit wir mehr tragen können. Vielleicht nicht die wichtigsten Sachen. Die kann man reparieren, guck mal. Fehlt mir ein Stein, den ich gerade weggeschmissen habe. Okay, warte mal, wir konnten doch. Hier siehst du jetzt nicht, was so in der Nähe liegt. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Da ist der Stein. Upp. Upp. Axt. Reparieren. Wobei, wisst ihr was? Ich brauche die Axt überhaupt nicht. Ich habe ja noch meine Eisenaxt. So. So, die langen Stöcker müssen wir auch nicht mitnehmen. Weil die holen wir ja jetzt. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch rumliegen? Was ist das denn? Riesen? Bovist? Was ist ein Bovist? Aus wie eine Kartoffel. Essbar. Kann in Höhlen gefunden werden. Was ist das? Ist das wie so ein Schwamm vielleicht? Packen wir mal ans Feuer. Oh, ein Spiegelei. Müssen wir was essen? Wir können was essen, müssen aber nicht. Ich würde vielleicht auch das Essen hier lassen. Das Essen und Trinken. Wobei, warte mal, das Trinken können wir mitnehmen. Ist ein Pilz. Okay. Wusste ich nicht, eigentlich noch nie. Trinken, trinken. Haben wir... Ja, wir haben eine Kokosnuss. Das heißt, die Kokosnuss werde ich nicht essen. Ich möchte erstmal... Guck mal, getrockneten Pilz können wir herstellen. Ah, okay, krass. Die Kokosnuss, da können wir nämlich hier... Wo war das? Irgendwo da ganz unten. Hier. Eine Kokosnussflasche herstellen. Die ist gut, um Trinken dann zu transportieren. Wenn wir denn Trinken haben. Tragen. Übertragen. Okay, dann trinken wir erstmal. Und kann man jetzt hier übertragen? Behälter. Ich kann quasi nicht von der Kokosnussschale das da reinkippen.
Das heißt, wir brauchen den Auffangbehälter, glaube ich. Hatte ich jetzt eigentlich den Bogen? Ne, da brauche ich ja lange Stöcker, genau. So war das. Wir lassen den Stein hier, wir lassen die Rinde hier. Wir lassen erstmal die Trinkflasche hier. Da. Jetzt können wir schon wieder gut was tragen. Wie spät haben wir es an? Okay, es ist gerade morgens. Das heißt, wir ziehen jetzt mal kurz los und holen uns holen uns lange Stöcker. Ich weiß sogar noch, wo die sind. Lange und kurze Stöcker holen wir uns. Jetzt geht das los hier. Was mir auffällt, es gibt wenig Musik in dem Game. Kann das sein? Fällt das mal mir auf? Da ist wieder so ein Hamster. Will ich aber jetzt nicht töten. Die brauchen wir auch immer. Können wir schon mal mitnehmen. Also Essen gibt es eigentlich am Anfang genug. Fällt mir ein, wir können hier noch den Angelspot aufdecken. Digga, das sollte man ja über die ganze Map das Knurren. Der zupft mich an, Leute. So, Angelspot. Wir haben aber keine Angel. So, fürs Angeln brauchen wir noch Köder. Ohne Schildi. Das ist die Frage. Es tut mir leid, liebe Schildkröte. Eigentlich liebe ich Schildkröten, ich schwör's. Aber ich brauche den Panzer, leider Gottes. Two Monster. Wir können ja alles mitnehmen, oder? Wie viel Gewicht haben wir jetzt noch? Ja, okay, guck mal, das Fleisch wiegt von der echt wenig, tatsächlich, verhältnismäßig. So, jetzt könnten wir das wieder reparieren. Ne, können wir nicht. Guck mal, die Klinge kannst du nicht reparieren. Mein Speer kann ich auch nicht reparieren. Jetzt haben wir gerade keine Waffe mehr, das ist schlecht. So. Massiver Stein. Was hat der denn freigeschalten, der massive Stein? Eine Steinsäge. Und ein Steinhammer. Ah, oh, wir können den Regensammler. Brauche ich kleine Stöcker. Den Rest haben wir. Kleine Stöcker und den Rest haben wir. Das Gute ist, ich weiß, dass die kleinen Stöcker lauern. Muss nur aufpassen. Hier waren vielleicht Vögel und Schlangen. Oder hier war mal ein Nest, das haben sie weggenommen. Hier lag mal. Ah, was? Du blödes Scheißvieh! Aber ich bin nicht vergiftet. Glück gehabt. Boah. Oh, Kamille haben wir auch noch nicht. Einmal mitnehmen, nur damit wir was gesammelt haben. Okay. So, und hier sind kleine Stämme. Guck mal, jetzt ist die Musik mega leise. Ich habe die vorhin eigentlich lauter gemacht. Leiser gemacht, weil sie zu laut war und jetzt kommt kaum welche. So, jetzt können wir nämlich hier ernten. Was ist das jetzt? Das ist hier. Hier waren auch mal mehr tatsächlich. Da musste man sich durchschlagen, so viele waren hier. Das haben sie auch nochmal geändert. Ja, wobei, die haben sie ein bisschen verteilt. Wir brauchen noch lange Stöcker. Jetzt ist die Frage, wo wir die noch finden. Was kriegen wir hier noch? Das ist die Rinde. Das lassen wir mal. Lange Stöcker. Die müssten da oben sein, oder? Müssen nur aufpassen, dass hier nicht wieder Viehzeugs kommen. Ach, das ist hier die Frucht. Nehmen wir eine mit. Um es aufzudecken. Verdirbt in 6 Tagen. Essen und Wasser. Essen. Ah, gesammelt werden. Jetzt ist die Frage, kann man die eigentlich öffnen? Nö. Das heißt, die isst und trinkt man einfach so? Oder was? Mit Risiko auf Magenverstimmung. Was ist eigentlich für ein Baum? Mich erwischt das Scheiß wie. Okay, das ist der Baum, das ist der Baum.
glaube halt, dass die langen Äste da noch nicht nachgewachsen sind. Hier kriegst du keine, wa? Wo kriege ich jetzt lange Stöcker her? Schwierig. Das Vieh mich immer trifft, finde ich komisch. Boah, das sind nur kleine. Davon haben wir jetzt auf jeden Fall genug erstmal. Ich dachte, hier kriegen wir auch die großen raus. Auch lange Stöcker, Leute. Ich wollte gleich nochmal auf die Karte lunchen. Ist hier irgendwas? Nö. Ah, die hier waren das, ne? Nee, auch nicht. Ja, oben. Okay, die sehen so aus wie... Die sehen so aus wie in der Savanne, die Bäume. Muss ich mir mal merken. Aber das wird halt noch nicht wieder nachgewachsen sein und wir haben vorhin, glaube ich, alle mitgenommen. Das ist schlecht. Noch was? Stumpf. Halber Baumstamm. Ich glaube da links, oder? Ist da links oben noch welche? Oder auch nicht? Das ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn du jetzt keine langen Stöcker hast, du. Brauchen wir. Da gibt es noch 5. Perfekt. Ernten. Die nehme ich jetzt alle mit. In der Hoffnung, dass ich sie tragen kann. Was schmeißen wir noch weg? Wir können auf jeden Fall mal noch ein Seil craften. Oder Pfeile. Frage ist, wie viel kriege ich denn da raus? Mal gucken. Oh, diese Mücke. Ich finde dieses Geräusch so schlimm. Wassersammler. Können wir in der Base craften? Wo war denn jetzt Dingsbums-Chat? Verdauungs... Ah, Kamille hilft gegen die Verdauung. Wenn man es den Magen verdorben haben. Hier ist die Angelrute. Guck mal, die haben wir auch noch nicht. Da brauchst du einen Knochen für, glaube ich. Und eine Pose. Eine Pose können wir auch noch nicht bauen. Du bist krank. Ach was. Och, jetzt hat mich so eine Mücke gestochen, oder was? Mal die Dinger hier wegmachen. Wo wir überall einen Punkt gekriegt haben. Status. Magenschmerzen. Jetzt habe ich mir den Magen verdorben. Da müssen wir uns mal einen Kamillentee dann bauen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir laufen können. So, Tabak. Tabak weg und ab zur Höhle. Ja, man muss halt immer jetzt ein bisschen rumlaufen und looten. Das gehört aber dazu tatsächlich. So ein Stein. Natürlich können wir den nicht mitnehmen, logisch. Aber dann wissen wir wenigstens, wo einer ist. Und wir müssen auf jeden Fall schlafen. Das Gute ist, wenn wir jetzt schlafen gehen, kriegen wir wieder Energie dazu. Da ist noch ein Vieh, das auf uns wartet. Dann werden wir erstmal dezent dran vorbeisprinten. So. Aber tatsächlich, mir fehlt so ein bisschen Musik im Spiel. Wie lange einen das hinterher knurrt. So. Naja, siehst du, haben wir doch auch schon wieder ein bisschen was geschafft. Dann stellen wir jetzt noch schnell die Werkbank her. Beziehungsweise an der Werkbank stellen wir uns den Bogen her.
Weil Pfeil und Bogen ist im Spiel auch echt Gold wert. Gerade wenn nachher Vögel kommen. Und vor allem den Wassersammler, der ist auch gut. In der Höhle ist halt immer ein bisschen dunkel, das ist so ein bisschen meh, aber sonst. Jetzt ist es auch nachts. Ja komm, dann werden wir jetzt mal schlafen. 9 Stunden, dann ist es wieder hell. Mach mal nur 8, bitte. Magenschmerzen sind immer noch da. Dann werden wir mal Brennstoff hinzufügen. Ich habe kein Dings für den Zunder. Warte mal. Da, Rinde. Also diese Rinde ist, glaube ich, echt für den Arsch, wa? Kann das sein? Gefäß. Weg. Habe ich jetzt keinen Anzünder mehr, oder was? Ne, wisst ihr, was wir jetzt zuerst bauen? Eine Kiste. Und zwar eine große. Platzieren. So. Die werde ich direkt neben die Werkbank stellen. Nicht schön, aber selten. Shit, die kriege ich da gar nicht hin. Ich hätte gedacht, die kriege ich da vielleicht noch hin. Jetzt überlege ich gerade. Kiste fürs Essen und hier erstmal für Materialien. Ja, dann bauen wir die für Materialien da. So, da können wir nämlich jetzt erstmal unnütze Sachen wie Federn reinpacken. Hier die ganzen Dinger. Die ganzen Pflanzen und so. Die Liane. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte den Regensammler auf jeden Fall aufstellen. Guck mal, jetzt kann ich auf einmal eine bessere. Wie viele Slots hat die? Kann bis zu 80%, bis zu 80 Gewicht. Und wie viel Gewicht kann die tragen? Auch 80, hä? Die einfach nur anders aus, oder was? Okay. Guck mal, die Blumen können da rein. Blumen können da rein. Beziehungsweise die Blumen wollte ich mir mal mitnehmen. Kann ich kein Feuer entzünden? Das ist doch schön. Doch, mit Rohr ging's bums. Der kriegt kein Feuer an, ich krieg die Krise. Wir haben keinen Zunder mehr, Leute. Wir haben keinen Zunder mehr. Wir haben keinen Zunder mehr. Das ist schlecht. Sag ich so, wie es ist. Wir werden uns auf jeden Fall auch... Kann ich noch eine kleine Kiste bauen? Die stellen wir hier, hier zum Essen. Fleisch, 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 Skorpione. Und dann können wir da nämlich das Essenszeugs reinpacken. Vielleicht sollen wir die Blumen eigentlich da auch reinpacken, weil... die gehören ja irgendwo dazu quasi. So, jetzt kriege ich natürlich das Feuer nicht an, weil ich keinen Zunder habe. Klasse. Dann lass uns gucken bei Crafting und den Wassersammler. Fehlt mir jetzt der Kokosnussbehälter und ein Bananenblatt. Kokosnussbehälter, Bananenblatt, ab nach draußen. Stelle ich natürlich nicht in die Höhle. Frage ist, wo stellen wir das hin? Ist das egal? Guck mal, hier ist eigentlich ganz schön. Guck mal, stellen wir da hin. Ich weiß halt nicht, ob das Ding was kann. Ich glaube, in der Demo ging das Ding noch nicht. Oder? Ging das da schon? Ich weiß es nicht. Warum haben wir hier draußen auch so ein kleines Lager? Finde ich eigentlich ganz cool. Uff, da brauche ich den Hammer für. Jetzt habe ich noch keinen Hammer. Hm. Werkzeug. Hammer. Das Ding hatte ich doch, einen großen Ast. Wo habe ich den gelassen? Scheiße, habe ich sie getan. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. So, der große Ast. Wo war der denn? Den hatten wir doch. Ist der weg? Habe ich den verfeuert?
Habe ich den vercraftet? Oh no. Bin der Meinung, ich habe den irgendwo hingeschmissen, aber ich weiß nicht, wo. Oh. Auf dem Schrott. Ach, da krieg ich Knochen raus, guck mal. Mit was kann ich das? Achso, da brauche ich die Steinklinge. Hier war noch der Stein. Crafting. Steinklinge. Gib mir das. Und im Knochen schalten wir auch schon wieder Sachen frei. So, Knochen studiert. Was mich jetzt ein bisschen nervt, ist, dass dieser Dings weg ist. Dieser große Ast. Oder ich habe ihn wirklich vercraftet. Ich weiß nur nicht an was. Nun ja, dann können wir den halt noch nicht fertig bauen da draußen. Mal gucken wir mal, was der Knochen freigeschalten hat. Bei Crafting. Knochenpfeile, okay. Das war die kleine Kiste. Ach, guck mal, verbesserte Aufbewahrungskiste. Konserviert Lebensmittel besser. Wow, die kriegst du natürlich erst, wenn du das... Mhm. Man konnte die, glaube ich, updaten, oder? Konnte man die nicht updaten? Hammer vielleicht? Kann ich euch gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Irgendwie konnte man die, glaube ich, updaten, aber das ist gut für die Lebensmittel tatsächlich. Ah, liegt doch in der Kiste. Ich bin so ein Vollidiot. Danke. Nichts passiert. Den fetten Stein habe ich noch. Crafting. Tools. So, jetzt haben wir einen Steinhammer. Mit dem Steinhammer können wir das auf jeden Fall bauen. Habe ich die Ressourcen aber schon reingepackt, oder? Wer es in dem Kopf hat, hat es in den Beinen. Ja. So. Ein Vorteilspunkt erhalten. Oh, den können wir gleich mal ausgeben. Charakter. Vorteilspunkt. Jetzt ist die Frage auf was? Konzentration. Schalte Konzentrationsmodus frei. Spezialabhängige Waffen freigeschaltet. Hervorzuheben. Lernen. Kann ich nur das lernen? Nee, ich kann mir jetzt was aussuchen. Krankheit widerstehen. Rang 1 verringert das Risiko, wetterbedingt zu erkranken. Verringert das Risiko von Verdauungsstörungen durch schlechtes Essen. Das ist eigentlich ganz geil. Verzehr von wasserhaltigen Lebensmitteln gibt 5 Wasserbonus. 5 Nahrungsbonus. 10 Schlafbonus. Verleiht einen Bonus von 10% auf verdiente Fähigkeitspunkte. Mhm. Schalte das Rezept für Allheilmitteltrank frei. Ich glaube, ich finde tatsächlich erstmal 10% mehr Fähigkeitspunkte ganz geil, ehrlich gesagt. Machen wir auch. Man könnte natürlich immer auch nach den Rezepten hier gucken, wa? Guck mal, baue einen Palmsaftsammler. Den können wir noch nicht. Da fehlt ja noch was. Bambusstockfäden. So, und die Frage ist, wann ist das hier, was, wann wird das hier voll? Behälter zum Tauschen auswählen. Ah, da musst du auch noch, brauchst du noch so eine Flasche. Okay. Nun ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Haben den Regensammler ja schon mal gebaut und eine kleine Unterkunft und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Däumchen da, schaut mal auf dem Uncut-Kanal vorbei, erster Link in der Beschreibung und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss. I must venture forth, uncover the fate of my crewmates. These paintings, these inscriptions. What if I can find it?